Suspect Fighting Championship am 18. Mai, Bielefeld, Autohaus Lenz. Und neben mir Besitzer und Cheftrainer von der Fight Lounge in Dortmund, Franek Lukanowski. Also ich schöpfe aus meiner 30-jährigen Erfahrung. Seit 1980 habe ich mit dem ganzen Thema angefangen. Dann habe ich dann mehrere Titel geholt, also mehrfacher Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Und letztes Mal war ich noch vor anderthalb Jahren mit Florian Okunade in Korea. Dann haben wir noch mal einen Beatfight-Welttitel geholt. Und ich denke, auf dieser Basis versuchen wir das Ganze richtig professionell zu gestalten. Also das sind auf jeden Fall Referenzen, ne? Also ich meine, ich habe ja schon ein bisschen mal das Training beobachtet. Das ist schon ein intensives Training. Und ich sage, mit solch einem Erfahrungsschatz, das ist natürlich eine schöne Basis, ne? Ja, also ich werde dann nicht die einzelnen Tricks, sage ich jetzt mal so, verraten. Die bleiben natürlich bei uns. Allerdings, ich denke mal, dass wir ganz gut da vorbereitet ankommen und auf jeden Fall werden wir das Beste geben. Das hört sich sehr gut an. Und ich werde so wenigstens, dass ich noch mal einen einzigen Trick, verrätst du mir wenigstens noch mal einen? Ja. Einen einzigen? Ja. Tut der weh? Der Trick ist, oh, jetzt kommt, jetzt wahrscheinlich, jetzt erwartet jeder so einen Piep oder einen schwarzen Streifen oder was? Nein. Aggressives Abwarten. Aggressives Abwarten, da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Da ist was dran. Nein, auf jeden Fall, Franek, ich danke dir fürs Interview und wünsche dir und deinen Jungs nicht nur für die Suspect am 18. Mai alles Gute, sondern auch für die Zukunft. Dankeschön. Danke.